Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Yo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute wieder ran ans Telefon, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder die Mailadresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer drauf. Der erste Anrufer heißt heute Jens und Jens ist 31 Jahre alt. Hallo Jens. Ja, hallo Jürgen. Hallo Jens, schönen guten Morgen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich war jetzt noch ein bisschen verwirrt, weil ich das Bild gesehen habe von dem Mozart und... Ach so, das Vorprogramm im WDR Fernsehen. Ja, genau. Ich bin nicht Mozart. Nein, du bist nicht Mozart, du bist der Jürgen. Also schön, dass du da bist. Ja. So, und jetzt frage ich dich, um was es geht. Mein Problem ist, ich wollte dich gerne mal fragen, was heißt fragen? Ich habe eine Entscheidung zu treffen für mich. Mhm. Andere außen stehen, die wollen die Entscheidung nicht haben, aber ich möchte es für mich. Und zwar geht es darum, ich möchte mir auf gut Deutsch gesagt, den Hintern zunähen lassen. Wie bitte? Ja, den Hintern zunähen lassen, weil der ist durchwachsen mit Fisteln. Und ich würde also einen künstlichen Darmausgang legen lassen, also sprich ein Stoma. Also dein Enddarm ist voller Fisteln? Nee, der Enddarm nicht, das ist der Schließmuskel. Der Schließmuskel? Ja. Ist voller Fisteln? Ja. Und das ist so schlimm, dass du freiwillig sagst, ich möchte den Enddarm künstlich schließen lassen, um mir einen künstlichen Ausgang legen zu lassen. Das ist auf gut Deutsch gesagt so schlimm. Der Enddarm, ich weiß ja nicht, ob du weißt, was eine Fistel ist. Also das ist eine röhrenförmige Verbindung vom Darm zur Körperoberfläche, also sprich zur Hautoberfläche. Ja. Das Problem ist, wenn es gibt Ärzte, die haben gesagt, wir können dich operieren, mhm, aber der Schließmuskel kann erhalten werden. Aber ich habe das Problem dann vielleicht in 2-3 Jahren wieder. Und Moment, stopp. Die Ärzte sagen, das könnte man operieren. Das heißt, man kann die Fisteln aus dem Schließmuskel entfernen und der Schließmuskel könnte dabei auch erhalten bleiben. Ja, könnte, aber zu wie viel Prozent weiß man noch nicht. Ja. Also, eine grobe Prognose. Sagen die 50 zu 50 oder was? Ja, sie haben gesagt zwischen 50 und 80 Prozent. Also was jetzt 80, 50, 80 Prozent, dass er erhalten bleibt? Ja, aber dann ist ja vielleicht auch die Kontinenz gefährdet. Ja gut, aber wenn er erhalten bleibt, dann ist die Schließung ja gewährleistet. Ja, also, aber das Problem ist, die Fisteln wachsen immer wieder. Ja. Wie lange hast du denn dieses Problem schon? Ja, seit gut 2000. Mhm. Und wie viel Mal gab es denn schon so ambulante chirurgische Eingriffe? Also bisher gab es nur eine medikamentöse Behandlung. Mhm. Aber die... Was mich wundert, weil ich... Gut 2 Jahre, ja? Also medikamentös auch, sprich mit Einläufen, also sprich ein Klysma. Ja, also ich bin da nicht so sehr bewandert, aber soweit ich weiß, kann man bei Analfisteln mit Medikamenten gar nicht viel was unternehmen. Ich wundere mich, dass da noch nichts klein Chirurgisches vorgenommen wurde. Also ich bin ein Laie. Ich finde nur die Überlegung... Sorry, wenn ich dir jetzt ins Wort spreche. Ja. Es wurde halt damals so geregelt, der Arzt wollte nicht operieren, weil er gedacht hat, man kann das alternativ mit Medikamenten behandeln. Gut, dann ist das vielleicht eine Auffassung dieses Arztes gewesen. Ich habe täglich, also gut ein Jahr lang täglich einen Einlauf nehmen müssen. Und hat nichts genutzt?
Ja, doch, das hat schon was genützt. Also die Fisteln waren abgeheilt. Ja. Aber ich wurde dann abhängig von den Medikamenten. Inwiefern abhängig? Ja, vom Cortison. Ah ja. Naja, aber du hast das nicht eingenommen, sondern es wurde nur eingeführt, das Medikament. Ja, also ich habe auch genug Tabletten genommen. Mhm. Verstehe. Also, klingt alles also, schon sehr kompliziert. Das Klösma, das wurde dann eingeführt, ja, das war einmal am Tag. Hast du denn permanent auch Schmerzen? Nein, solange wie die Fisteln offen sind, nicht. Mhm. Das heißt, da sind ganz viele Fisteln in deinem Analbereich. Ja. Du hast keine Schmerzen. Nein. Dann könnte man ja sagen, okay, dann lasse ich das so. Warum Nein, ist dein Handel? Ich möchte das nicht, weil ich muss ständig Slip-Einlagen tragen. Und, ach so, weil es nicht komplett abdichtet alles. Die Fisteln, die geben ja auch ein Sekret ab. Ja. Und das ist... So, nun ist aber diese Entscheidung, ich war ja gerade ganz sprachlos, als du es gesagt hast, ich stehe vor der Entscheidung, dass ich mir meinen Po zunähen lasse und mir einen künstlichen Ausgang legen lasse. Das ist ja mal nicht mal so eine Kleinigkeit, einen künstlichen Darmausgang. Bist du denn da, hast du dich denn wirklich kundig gemacht? Warst du bei mehreren Ärzten, die sich das angeguckt haben? Ich war, ich habe wirklich über Internet... Ärzte konsultiert, also sprich, ich habe denen auch Fotos geschickt und es gibt sogar einige Ärzte, die haben gesagt, nein, der Schließmuskel, der kann nicht erhalten werden. Bei wie vielen Ärzten warst du real in der Praxis und die sich das angeguckt haben? Oh, bei sehr vielen, das weiß ich gar nicht, wie viele das waren. Bei sehr vielen? Also bestimmt 20. Und was ist denn der Rat der Ärzte? Wenn du bei so vielen Ärzten warst, kann man ja sagen, die Mehrzahl der Ärzte, was hat die Mehrzahl dir geraten? Ja, die Mehrzahl hat mir geraten, erstmal die OP Schließmuskel erhaltend. Aber wie gesagt, das kann in 2 Jahren oder 2, 3 Jahren kann das wieder durchwachsen. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, es waren 2 oder 3 Ärzte noch dabei, die haben gesagt, Schließmuskel erhalten, aber dann mit einer Inkontinenz. Und ich sag mal, von meinen Slip-Einlagen trennen dann Windeln tragen, das möchte ich dann auch nicht unbedingt. Also Jens, aufgrund nur der Sache, wie du sie mir jetzt geschildert hast, kann ich da ja nur meine Meinung zu äußern. Meine ganz persönliche Meinung, was überhaupt keine medizinische Meinung ist. Aufgrund dessen, was du geschildert hast, würde ich mich auf diese Operation einlassen. In der Hoffnung, dass es gut geht. In der Hoffnung, dass die Dinger nicht in 2 Jahren wiederkommen. Ja, wenn es nicht gut geht. Die Krankheit ist ja damit nicht geheilt. Also, die wachsen ja immer wieder nach, weil das ist ja der Herd ist ja nicht abgestellt damit. Ja. Wenn es denn dann wiederkommt und noch schlimmer werden soll, diesen letzten Schritt, die Option hast du ja immer noch. Aber ich persönlich würde immer erstmal alles ausprobieren, was möglich ist. Und wenn die meisten Ärzte dir sogar geraten haben, diese schließmuskelschonende Operation oder durchzunehmen, so ähnlich hast du es gerade ausgedrückt, dann würde ich das machen. Ich würde es machen. Wie groß ist denn dein Leidensdruck? Du im Moment sagst du, du hast keine Schmerzen. Ja, wie gesagt, du hast dieses das habe ich nur, wenn die sich verschließen und dann habe ich beim Sitzen Schmerzen. Ich habe, wenn ich jetzt sitze, habe ich immer ein schönes, weiches Kissen und alles. Aber das ist es dann auch, sage ich jetzt mal, ohne das entwerten zu wollen. Einen noch größeren Leidensdruck gibt es nicht. Ja, das sind dann, wenn ich einen Schub habe wegen der Krankheit. Also wenn sich das verschlimmert, wenn sich das verschließt, wie du sagst. Ja, und das Problem ist ja, ich habe ja auch ständig Durchfall. Das ist halt das Problem. Das aber wiederum hat wahrscheinlich eine andere Ursache. Ja, das liegt an der Krankheit Morbus Crohn. Ach so, du bist auch Morbus Crohn erkrankt. Ja. Das hast du jetzt zu mir sagen müssen am Anfang. Ja, das habe ich ja schon 2 Mal gesagt. Okay, das habe ich dir nicht gesagt. Nee, das hast du mir nicht gesagt, ja.
Also, Jens, du wirst verstehen, dass ich da überhaupt nicht qualifiziert bin, da was Medizinisches zu sagen. Ich kann das nur so aus meinem menschlichen Gefühl heraus sagen, dass ich es für mich alles immer so lange schieben würde, wie irgend möglich, bevor ich mir so etwas machen lassen würde. Kann ich dir weiter leider auch nicht sagen. Ich könnte höchstens mal die Zuschauer bitten, die vielleicht hellhörig geworden sind, die das so etwas Ähnliches kennen, sich bei uns mal zu melden. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen noch sprechen oder wir stellen einfach mal eine Verbindung her zu dir und dann kann man einen Austausch kann dann stattfinden zwischen betroffenen Leuten. Ja, ich habe, muss ich dir ehrlich sagen, ich habe auch schon einen Kontakt zu betroffenen Leuten, weil ich bin regelmäßig im Chat mit solchen Leuten, die nennen sich Kängurus oder Beuteltiere. Das sind Leute, die haben schon an Stoma, also sprich an künstlichen Dammausgang. Und mit denen verstehe ich mich gut. Und die meisten haben mir auch, die wiederum haben mir auch dazu geraten. Ja. Also du verstehst, dass ich da, ich sag's nochmal, da in dem im medizinischen Sinne keinen Rat geben kann. Ja. Menschlich habe ich dir gesagt, was ich machen würde. Aufgrund dessen, was du mir sagen konntest jetzt im Laufe des Gesprächs. Ich würde gerne doch nochmal unsere Zuschauer auffordern, die jetzt irgendwie interessiert zugehört haben und eine Meinung haben, sich bei uns zu melden. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen noch während dieser Sendung sprechen und du kriegst vielleicht da auch noch einen Gedankenanstoß durch das Gespräch. Du bleibst einfach vor dem Fernseher oder vor dem Radio und hörst zu. Okay? Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. So machen wir es, Jens. Dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und die richtige Entscheidung vor allen Dingen, dass du die wirklich dann für dich triffst. Ja. Alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Jens. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live bei uns, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin ist die Helma und Helma ist 53 Jahre. Guten Morgen, Helma. Guten Morgen. Hallo, Helma. Ja, dein Thema. Ja, jetzt war ich so intensiv bei dem Gespräch gerade. Ja gut, ich habe gestern Abend auch das letzte Gespräch von dir und der Frau war unheimlich bewegt, war ich hinterher, die ihre Mann pflegt, aber sie liebte ihren Mann noch. Mhm. Und der Mann war verstorben. Ja, der war verstorben. Ja. So, ich pflege meinen Mann auch seit 5 Jahren. Ja. Und bei uns ist nichts mehr. Ich muss sagen, ich pflege ihn nur noch, ich bin nur noch seine Pflegerin. Mhm. Er hat mich schon vor er hat Schlaganfall gehabt vor 5 Jahren. Mhm. Wie alt ist er in deinem Alter ungefähr? 57. 57. Mhm. Und er hat Dezember 2004 in Bayern nochmal einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Wir sind auch erst seit letztes Jahr April wieder zu Hause. Und seitdem muss ich ihn wickeln. Mhm. Das heißt, das ist Schwerstarbeit für dich? Ja. Mhm. Du hast auch keine Hilfskraft, die dir zur Seite steht? Du machst alles alleine? Ja, ich mache alles alleine. Mhm. Ja. Ich muss auch mit der vielen selber fertig werden, auch seelisch. Mhm. Ja gut, ich wusste das schon vorher, dass er mich immer mit seiner früheren Lebensgefährtin betrogen hat. Mhm. Das heißt, die Ehe war vor der schweren Erkrankung auch schon kaputt. Die war schon von Anfang an eigentlich kaputt. Von Anfang an? Ja, von Anfang an. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. Und du sagst, von Anfang an war es eigentlich kaputt. Ja. Warum hast du ihn damals geheiratet? Er hat immer gesagt, er würde sich bessern und so. Ich war auch sehr einsam und alleine. Mhm. Ich hatte gerade auch eine Scheidung hinter mir. Mhm. 20 Jahre war ich damals verheiratet. Ich hatte mich da auch von einer Sekte gelöst. Mhm. Da durfte auch keiner mehr mit mir reden. Ich hatte die Kinder nicht mehr gesehen. Mhm. Deswegen habe ich auch 20 Jahre in dieser Ehe ausgehalten, weil ich wusste, ich kriege die Kinder später nicht. Mhm. Und ja. Also bist du quasi vom Regen in die Traufe gekommen? Richtig, richtig, richtig. Und ich war sehr, ich war auch sehr verängstigt, naiv, muss ich sagen. Und ich bin erst in den letzten 5 Jahren aus mir rausgekommen und auch erstmal erwachsen geworden. Ne? Also die letzten 5 Jahre quasi, während du deinen Mann pflegst, würdest du sagen, musste ich ja selbstständig werden. Ich musste für ihn sorgen. Ich musste für das Finanzielle auch sorgen. Mhm. Ich bin ja auch bis vor kurzem noch selber mitarbeiten gegangen. Mhm. Ich habe auch noch andere gepflegt und gehegt, auch hier in der Nachbarschaft. Gab es, würde ich dich gerne noch fragen, zu den Anfängen eurer Beziehung, gab es denn mal zumindest eine gewisse Zeit, wo du ihn geliebt hast? Ich habe ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Aber die letzten Jahre
sagst du, liebst du deinen Mann? Ich habe den Ring, meinen Ehering, vor 6 Jahren ausgezogen. Oh. Ja, habe ich gesagt, ich mag dich mehr. Ich bin ja nur noch dein, ich bin ja nicht mehr deine Frau, ich bin ja nur deine Putzfrau, obwohl ich gerne meinen Haushalt mache. Ich bin das, gerne. Das hast du zu ihm gesagt? Ja. Da war er noch nicht erkrankt. Da war er noch nicht erkrankt. Was hat er denn darauf geantwortet? Er hätte sowieso nichts für mich über. Warum habt ihr euch damals nicht getrennt? Ich wollte mich trennen. Und zwar war das am 17., am 18. Dezember 2001. Da kam mein Mann nachts nach Hause, betrunken. Und da habe ich gesagt, so, das kann ich nicht mehr mitmachen. Ich will nicht mehr. Ich wurde auch in der Ehe geschlagen. Oft? Er war sehr, ja, sehr oft. Ich habe auch Narben im Gesicht, auch am Hals. 2 Brandflecken auf meinen Beinen. Und er ist sehr aggressiv. Und da habe ich gesagt, so, ich trenne mich. Ja. Und 5 Tage später, ich hatte auch schon vorher gesagt, mit dem stimmt was nicht, er brütet bestimmt einen Schlaganfall aus. Hast du gedacht? So, ja, oder? Und ich wurde von anderen auch ausgelacht und so, woher willst du das denn wissen und so. Wie kamst du auf die Idee, gerade einen Schlaganfall? Weil ja die Symptome da waren. Und du wusstest Bescheid, du kanntest ja. das. Ja. Ja. Und dann hat er ihn tatsächlich bekommen? Tatsächlich, am 2. Weihnachtstag 2001 hat er den bekommen. Wie ist denn sein Zustand jetzt? Also er liegt im Bett, er ist bettlägerig. Ist er geistig? Ganz, ist er noch ganz schön da. Ganz klar? Ja. Kann er sprechen? Ja, der kann gut sprechen. Wie verhält er sich dir gegenüber? Ist er dankbar und freundlich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Im Mai, kann ich nur ein Beispiel nennen, fing er an, mich hier auszuschnauzen, aber wirklich auf das Übelste. Und da habe ich gesagt, warum machst du mich eigentlich immer so fertig? Soll ich so enden wie die Nachbarin, die sich vom Zug geworfen hat? Die hat auch so einen Mann gehabt, ihn 10 Jahre auch gepflegt. Sie hat sich vom Zug geworfen. Da sagt mein Mann zu mir, würdest du das mal tun? Ja. Das muss ich erstmal mal eben verdauen. Das hat er zu dir gesagt. Ja. Du pflegst den Typ 5 Jahre. Aha. Und der sagt zu dir, würdest du dich mal vor den Zug werfen? Ja. Und dann habe ich herausbekommen, dass er sich in seine Sprachtherapeutin verliebt hat. Hat sie auch angerufen, hat ihr das auch gesagt. Und da sagt sie, sie haben doch so eine nette Frau, die kümmert sich doch so rührend um sie. Da sagt er glatt, das glauben auch nur sie. Und da ist mir eine Welt zusammengebrochen. Denn alle wissen das, ob das meine Ärztin ist, sein Arzt ist, die Nachbarn. Ganze Straßen hier, die ziehen Hut vor mir, weil ich ihn so hege und pflege. Wann ist dieser Satz gefallen? Letztes Jahr im Mai. Letztes Jahr im Mai. Und da habe ich einen Schlussstrich gezogen, habe gesagt, so, mein Ärztin hat mir damals schon geraten, ich soll endlich mal auch mal an mich denken. Andere sagen, Mensch, such dir doch mal einen Freund, so einen Ausgleich. Und dann habe ich Zeitungen genommen, habe Annoncen studiert, habe mich auch mit mehr Männern getroffen, sagten mir aber nicht zu. Und dann habe ich vor 7 Monaten auf eine Annonce geantwortet. Wir haben uns getroffen. Zuerst dachte ich, nee. War auch ein bisschen schüchtern und so, ja. Ist klar, ne? Hat sich was daraus entwickelt? Ja. Das heißt, ganz große, starke Liebe. Ah, das heißt, du hast im Moment eine ganz große, starke Liebe? Ja. Aber du pflegst nach wie vor deinen Mann. Weiß dein Mann von dieser Liebe? Ja, ich habe ihm von vornherein gesagt, ja? Such mir jetzt einen Freund. Ich habe ihm auch die Annonce vorgelesen. Wie steht er dazu? Er findet diesen Mann sehr nett. Aha. Er kommt auch hier rein. Ja. Er hat sogar sehr groß Mitleid mit ihm. Er hat sogar schon mal gesessen und hat geweint wegen meinem Mann. Ja. Und da habe ich ihn ein bisschen aufgeklärt. Er kommt mit der Situation auch nicht zurecht, dass er jetzt eine Freundin hat, die so einen kranken Mann pflegt. Ja, pflegt, ne? Ja. Ist denn dein Mann, dein kranker Mann, ist der freundlicher zu dir, seitdem du einen Freund hast? Freundlicher. Ist freundlicher? Ja, ja. Kann das sein, dass er jetzt ein wenig Schiss hat und Angst hat, dass du vielleicht ihn doch... in ein Pflegeheim bringe. Ja. Ich habe auch damit gedroht. Wenn er mich weiter so behandelt, kommt ins Pflegeheim. Warum? Was ist deine Motivation, nach wie vor dich um diesen Mann zu kümmern? Kann ich Ihnen ganz offen sagen. Ich will die Rente später haben und ich brauche das Geld. Ich brauche jetzt das Geld auch. Wenn ich im Pflegeheim bringen würde, müsste ich ja arbeiten gehen wieder. Ne? Und ich bin kaputt. Ich bin seelisch wie körperlich kaputt. Das heißt, jetzt formuliere ich mal was sehr, sehr Zugespitztes. Du brauchst das Geld, deshalb pflegst du ihn, obwohl er dir emotional völlig egal ist. Ja. Und du eigentlich darauf hoffst, dass er stirbt.
Nee, da hoffe ich nicht. Die Zeit, kurz oder lang wird er ja mal die Augen zumachen, weil er noch raucht. Er trinkt immer Cola und viel Kaffee. Ja, aber das wäre für dich eine Erleichterung. Für beiden eigentlich, auch für ihn. Ne? Find ich wäre da schon eine Erleichterung. Schon, das stimmt. Es ist mir sehr unwohl bei der Situationsbeschreibung, die du da gerade gemacht hast, Helma. Ich hätte alles Verständnis dieser Welt, wenn du gesagt hättest, ich kann diesen Mann nicht weiter pflegen, weil der sich so verhält mir gegenüber und mich so schlecht behandelt hat auch in all den Jahren. Jetzt sagst du, ich mache das nur wegen des Geldes. Ja, weil ich das verdient habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch seine Mutter gehegt und gepflegt. Und ich brauche das Geld. Wir waren ja auch mehrere Monate in Bayern. Ich habe mir das alles vom Mund abgespart. Ich habe viele Kosten gehabt. Ich musste auch einen Kredit aufnehmen. Und das hört sich brutal an, aber es ist nicht brutal. Es aber ist wirklich nicht brutal. Man kann es ja auch, ich denke gerade, während du sprichst, auch ein bisschen noch im Hinterkopf darüber nach. Man kann es ja auch eigentlich so sehen, dass du jetzt eine Dienstleistung vollbringst. Ja, genau. An ihm. Ich bin nur noch seine Pflegerin. Und wenn das jetzt eure Ebene ist und du vor allen Dingen den Weg von ihm weggeschafft hast, indem du auch eine neue Beziehung aufgebaut hast, dann ist es ja auch doch in Ordnung. Ja, so meine ich das ja auch. Ist auch in Ordnung. Denn ich würde das nicht machen, wenn ich jetzt, ich bin auch immer noch nett zu ihm. Wenn er lieb zu mir ist oder freundlich zu mir ist, bin ich auch freundlich zu ihm. Ist ganz klar, ne? Hast du denn Sorge, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass dein neuer Freund auf Dauer, man weiß ja nicht, wie lange das noch dauert. Er ist unheimlich sensibel, ne? Hast du Sorge, dass das vielleicht dadurch kaputt gehen könnte wieder? Na, am Anfang hatte ich Sorgen gehabt, jetzt nicht mehr. Siehst du ihn denn oft, den neuen Freund? Ja, bald jeden Tag. Bald jeden Tag. Aber nur für ein paar Stunden, dann bin ich abends um 8 Uhr, 9 Uhr wieder hier. Das heißt, das ist im Prinzip jetzt deine Flucht und auch deine Selbstständigkeit, die du jetzt geschafft hast. Ja, meine Selbstständigkeit auch. Und es tut gut, muss ich sagen. Es tut mir gut. Ja, seit 7 Monaten kann ich wieder richtig lachen. Ja, ich muss meine Skepsis auch zurücknehmen, die ich gerade geäußert habe. Wenn man das so sieht, dass du einfach eine Betreuerin bist und du nach all diesen üblen Jahren jetzt auch dein Leben leben kannst, zumindest teilweise, und auch endlich mal Liebe genießen kannst, dann hast du es auch wirklich verdient, finde ich. Das habe ich wirklich verdient. Ja, hast du verdient. Ja, ja, sehe ich dann auch so. Denn ich habe, das sagen auch andere, die andere haben mich erst da drauf gestoßen, ich sollte doch auch mal an mich denken. Ich war wirklich selbstlos. Ich habe immer nur an andere gedacht. Dann ist das eine sehr schöne Entwicklung, dass du, Helma, dass du im Alter von 52 warst du dann vorgestellt, dass du dann diesen Schritt nochmal für dich dann so geschafft hast und neue Wege gehst. Ja, denn in der ersten Ehe war das ja genauso, ne? Also, ich finde es gut. Ich wünsche dir Kraft und behandle, wenn du das Modell so siehst, dann behandle deinen Mann ordentlich weiter als Pflegekraft quasi. Ja, das mache ich auch. Bessere Pflege kann er gar nicht haben. Und genieße dein Leben und deine neue Liebe. Das ist sehr wichtig. Also das ist sowas Wunderbares, das habe ich noch nie gehabt. Man muss sich mal vorstellen, mein erster Spaziergang mit ihm, es war einmalig. Kenne ich doch gar nicht. Es sei dir wirklich gegönnt, Helma. Ja, ich wünsche es dir von Herzen und alles Liebe und alles Gute. Schönen Dank auch. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, es gibt ein wenig Post, eine kleine Postecke. Und zwar gibt es Willkommensgrüße aus der ganzen Welt von uns. Ihr ahnt ja gar nicht, wo man uns so über Internet überall empfangen und hören kann. Aus Jamaika zum Beispiel schreibt Michael: Hi Domian, schön, dass du wieder auf Sendung bist. Ich lebe hier auf Jamaika seit 2 Jahren und Domian ist für mich eine kleine Verbindung in die Heimat. Aus der Antarktis, in der Tat aus der Antarktis, schreibt Thorsten, der dort auf einer Forschungsstation arbeitet. Wir haben hier jetzt Sommer und die Temperatur liegt bei angenehmen minus 20 Grad. Ich wünsche dir und allen Zuschauern ein tolles 2006 und auch schöne Grüße von den 2 bis 3 Millionen Pinguinen hier draußen vor meiner Tür. Und aus China schreibt Max: Hallo nach Deutschland, ich höre Domian immer zum Frühstück. Es ist völlig irreal, weil es so weit weg ist. Aber durch das Internet wird die Welt halt klein. Und Domian gehört zu meinem Morgenritual wie Tee und süßes Gebäck.
Dann Anneliese aus Kaiserslautern schreibt, lieber Domian, soweit ich weiß, hast du dich immer wieder gegen die Überfremdung der deutschen Sprache durch zu viele englische und amerikanische Wörter ausgesprochen. Nun muss ich allerdings feststellen, dass auch du diese sogenannten Anglizismen ab und zu verwendest. Zum Beispiel Level, Standing oder One-Night-Stand. Ich finde, du hast eine Vorbildfunktion und solltest das unterlassen. Liebe Anneliese in Kaiserslautern, du hast völlig recht. Ich bin nach wie vor ein großer Hasser dieser Anglizismen bei uns, weil sie bisweilen sowas von albern und sowas von blöd sind. Ich erinnere mich, neulich gab es einen Hollywood-Film, da ging es um die Gebrüder Grimm. Dieser Film hieß nicht die Gebrüder Grimm, der hieß Brothers Grimm. Mir rutscht es auch manchmal raus, ich bitte es zu entschuldigen, aber ich bin da völlig auf deiner Seite und finde, dass wir alles, soweit es irgend möglich ist, auf Deutsch ausdrücken sollten. Kai aus Wiel schreibt, hallo Domian, ich würde ganz gerne mal deine Einschätzung hören über unsere neue Kanzlerin. Was ist deine Meinung über ihre ersten Regierungswochen? Also ich muss sagen, Kai, ich bin durchaus zufrieden. Ich finde, dass sie eine ganz gute, ja, einen ganz, ganz guten Job macht und sie kommt ganz gut an. Ich als alter Russland-Freund hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen freundlicher noch in Russland gewesen wäre. Aber das war schon sehr gut, was sie da gemacht hat. Und sie wirkt auch völlig entspannt. Sie war früher mal so ein bisschen verkrampft und unsicher. Also ich finde, dass sie einen guten Job macht und dass sie doch eine gute Repräsentantin unseres Landes ist. Hoffen wir, dass es so bleibt. So, und dann noch Markus, 23 aus Herne, schreibt Domian, kurze Frage und bitte kurze Antwort. Findest du Tuske Ragas, die Moderatorin von Deutschland, sucht den Superstar gut? Nee, Markus, die finde ich nicht gut. So, Ende der Postecke, weiter geht's bei uns hier mit der Sendung und mit Julia. Und Julia ist 25 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema Abtreibung. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass du betroffen bist. Ja. Ja. Ich habe am 9. Dezember abgetrieben. Mhm. Und das eigentliche Thema ist auch, dass es so ein Tabu ist. Also ich habe es mir auch nicht einfach gemacht. Ich habe sehr, sehr lange darüber nachdenken müssen, habe sehr gelitten und leider eigentlich auch immer noch. Aber es war schon so, dass man in die Beratung geht und von den Menschen da hört, rede mit niemandem darüber, weil du wirst Probleme bekommen, wenn du es öffentlich machst. Mhm. Und Es ist auch so. Warum hast du abgetrieben? Also es war so, dass ich 3 Jahre mit meinem Partner zusammen war und wir das Kind auch gewünscht hatten eigentlich, waren sogar beim Arzt, um die fruchtbaren Tage feststellen zu lassen. Mhm. Und er hat sich anfangs sehr darüber gefreut, hat es dann seinen Eltern gesagt, er ist kein Deutscher und die Eltern waren sehr dagegen und er ist ein sehr, sehr Familienmensch. Also er würde da immer zu seinen Eltern halten und hat sich dann von einem auf den anderen Moment geändert und hat mich sehr unter Druck gesetzt. Aha, das heißt, eigentlich war das gar nicht deine Entscheidung? Nein. Das heißt, wenn du hättest frei entscheiden können, hättest du das Kind bekommen? Auf jeden Fall. Also es ist auch so, ich habe schon ein Kind aus meiner ersten Beziehung und ich hätte es nicht geschafft, 2 Kinder alleine großzuziehen. Vom Finanziellen her nicht. Ich war 3,5 Jahre alleinerziehend. Es ist sehr, sehr schwer, den Beruf und Kind unter einen Hut zu bekommen. Und wenn man dann 2 Kinder hat, das hätte ich nicht geschafft. Wobei es immer wieder Frauen gibt, die das auch mit 2 Kindern schaffen alleine. Ja, aber mein Sohn hat auch ADS. Also er braucht auch viel Aufmerksamkeit. Ja, ja. Und mit einem kleinen Säugling, einem ADS-Kind und Arbeit, das hätte ich nicht geschafft. Wie fühlst du dich jetzt im Moment? Ich muss sagen, also ich denke nicht den ganzen Tag drüber nach, aber wenn ich dann zum Beispiel irgendwelche schwangeren Frauen sehe, fällt das mir sehr schwer. Mhm. Oder jetzt zum Beispiel Sarah Connor ist ja, soll ihr Baby zur selben Zeit bekommen, wie ich hätte mein Baby bekommen sollen. Mhm. Und das, wenn ich jetzt sie sehe, werde ich, also sie kann ich zum Beispiel gar nicht sehen, obwohl es eigentlich albern ist, aber das tut mir dann schon weh.
Ich finde auch, dass bisweilen zu heftig über Frauen geurteilt wird, die das getan haben. Das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt. Ich weiß noch, ich komme noch aus einer Zeit, ich erinnere mich so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, waren die Frauen fast stolz darauf, es gemacht zu haben. Nur war das politisch auch eine andere Zeit und es gab eine Unterdrückung, eine Frauenunterdrückung. Und ich gehe auch immer davon aus, dass die Frauen sich da sehr intensiv Gedanken machen und das nicht leichtfertig tun. Also ich muss auch sagen, ich habe mir viele Seiten angeguckt im Internet und auch viele Statistiken mir angeschaut. Ich kann nicht mehr die Zahlen genau sagen, aber ich kann sagen, dass die Zahl sehr, sehr gestiegen ist von Abtreibungen. Mhm. Also es treiben sehr, sehr viele Leute ab oder Frauen ab und dass die Frauen aber immer jünger werden. Ja. Also das ist echt schon mit 14, 15 abgetrieben wird. Ja. Und das ist schon. Ich weiß auch, früher gab es immer die Diskussion, wann ist es denn nun menschliches Leben? Und ich habe die Diskussion, die Argumentation der Frauenbewegung nie verstanden, die immer ab einem bestimmten Zeitpunkt, einem späten Zeitpunkt das erst definierten. Ich finde es auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, eigentlich schon letztendlich nach der Zeugung, dass es ein Mensch ist. Aber darüber wollen wir nicht reden, oder das gehört, naja, irgendwie gehört das schon auch dazu. Mich würde sehr interessieren, wie dein Verhältnis jetzt zu deinem Freund ist. Gar nicht mehr. Ja. Absolut, also er weiß auch nicht, dass ich abgetrieben habe. Er weiß es bis heute nicht. Ach so, der denkt, dass du noch immer schwanger bist. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Das heißt, der Typ hat dich verlassen? Aha. Oder du hast ihn verlassen? Ich habe ihm eigentlich gesagt, also er war so krass, hat mir noch eine SMS geschrieben, hat gemeint, ich möchte, dass du abtreibst und von mir aus heiraten wir am nächsten Tag und ich mache dir sofort ein Baby. Also er war dann sehr eiskalt. Möchtest du ihn vielleicht, du sollst abtreiben und dann aber dann wollte er dich heiraten? Ja. Achso, es ging also darum, dass du schwanger geworden warst, obwohl ihr nicht verheiratet wart. Genau, ja, das war das. Wie lange warst du mit dem zusammen? 3 Jahre. Da musst du doch bis in die Abgründe enttäuscht sein. Ich bin sehr enttäuscht, ja. Ich hätte eine Wut auf den Kerl, wenn ich du wäre. Ich hasse ihn, also ich will ihn auch nicht sehen und gar nichts. Vor allen Dingen, ihr habt das ja gemeinsam geplant, ne? Ja, eben. Das ist ja das. Das heißt, er ist feige vor seiner Familie in die Knie gegangen. Ja. Und okay, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Sie haben ihn mit Mord gedroht, ja. Also es ist auch nicht so ganz einfach für ihn. Aber er hätte es vorher wissen müssen und für dich ist es jetzt auch nicht einfach. Also dann muss man auch Rückgrat haben und Familie hin, Familie her. Dann muss man auch sagen, okay, dann halte ich jetzt zu meiner Freundin und gehe einen ganz anderen Weg in meinem Leben. Ja, aber das hat er halt nicht gemacht. Und Das heißt, wenn er sich anders verhalten hätte, dann wärst du nicht in diese schreckliche Situation gekommen, in der du jetzt bist. Du hast zwar bewusst abgetrieben, es war deine Entscheidung, aber letztendlich tut es dir im Herzen weh. Es war sogar so, dass ich auf dem OP saß oder auf dem OP lag und der Arzt mir die Narkosespritze gegeben hat und ich habe einen Heulkrampf bekommen und wollte unbedingt noch ein Ultraschallbild von meinem Baby haben. Das habe ich jetzt auch mal hier. Es ist natürlich schwer. Nur ist alles so, wie es ist. Ja. Es ist jetzt passiert und der Typ ist nicht mehr in deinem Leben, Gott sei Dank. Es ist so schwer, daraus zu lernen, aus diesem Vorfall. Denn du hast ihm ja vertraut, ne? Ja. Wenn das jetzt einfach so passiert wäre, dann könnte man sagen, warum habt ihr nicht verhütet? Aber darum geht's ja gar nicht. Nee, ich denke, was halt auch zum Beispiel schwer ist, der Einzigste in meiner Familie oder die einzigsten Personen, die das wissen, sind mein Bruder und meine Mutter und alle anderen denken, ich hätte es verloren. Mhm. Also man hat mir abgeraten, dass ich meiner Familie die Wahrheit sage. Und das haben die Leute dir in der Beratungsstelle abgeraten? Ich habe mir selbst meine Mutter abgeraten, dass ich mit meinem Vater und meinem anderen Bruder drüber spreche. Oder mit Oma. Und so. Also mit dem Vater auch nicht? Nein. Der weiß das auch nicht. Mhm. Warum nicht mit dem Vater? Ich kann es dir nicht sagen. Also meine Mutter hat mir abgeraten. Es kam raus, dass sie auch schon mal abgetrieben hat. Und hast du denn ein schlechtes Verhältnis zu dem Vater? Ein schwieriges Verhältnis? Ein besch-
Ja, also es ist nicht das typische Mutter Vater-Tochter-Verhältnis. Ja. Das heißt, es könnte sogar passieren, dass er dir Vorwürfe macht, nach dem Motto, habe ich dir immer gesagt, dass du dich nicht auf den einlassen sollst oder irgend sowas? Er macht mir und meinem Bruder Vorwürfe, egal in welchen Situationen. Also ja, er kann nicht loben, er kann nur... Mhm. Dann ist es vielleicht wirklich gut, wenn du da den Mund hältst und du hast immerhin deine Mutter als Vertraute, und unter anderem. Aber es geht ja nicht gut. Nee, es geht nicht. Es ist halt auch schwer. Ich hatte halt schon einen großen Bauch. Es war sogar so, dass mir die Kleider nicht mehr gepasst haben, was in der zweiten Schwangerschaft laut der Ärzte normal ist. Und es haben viele gesehen, auch mein Kind. Und es war dann halt auch schwer, meinem Kind zu erklären, dass das Baby weg ist. Wie alt ist denn dein Kind? 7. Ach ja, dann kriegt er schon einiges mit. Ist er schon? Ja. Das heißt, du bist jetzt auch noch gezwungen, mit einer Lüge dich zu umgeben. Zumindest teilweise, nicht überall. Also es ist auch so, dass mein Sohn denkt, dass das Baby krank war. Gut, dem Kind kann man das, deinem Sohn kannst du es vielleicht später mal, wenn er älter ist, kannst du es ihm erklären. Jetzt ist das auch alles zu kompliziert. Also in dem Alter würde ich das vielleicht dem Kind auch nicht zumuten. Das kannst du irgendwann machen, das finde ich schon. Wenn du jetzt aber nach wie vor so seelisch und so angeschlagen bist, hast du mal darüber nachgedacht, dass du dir mal zumindest für eine, vielleicht für einen befristeten Zeitraum eine professionelle Hilfe suchst? Ich werde das schon machen müssen, weil ich damit schon nicht klarkomme. Also ich merke das. Ich höre das auch. Das ist... trotz, dass du mit Leuten darüber sprechen kannst, du hast ein paar Vertraute, aber dass es dir sehr ans Eingemachte geht. Sehr an die Substanz geht. Ja. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir dir ein bisschen behilflich sind bei der Suche nach so einer professionellen Hilfe. Ja, das ist gut. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir, das heißt mein Psychologe, der Peter, ruft dich jetzt an und dann könnt ihr gemeinsam mal überlegen, was zu tun ist. Okay, gut. Alles Liebe und alles Gute, Julia, von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und hier ist Lena und Lena ist 36 Jahre alt. Hallo Lena. Ja, schönen guten Abend. Ja, guten Abend, guten Morgen. Ja, genau, guten Morgen. Ja, es ist eigentlich schon guten Morgen. Hallo Lena, um was geht's bei dir? Ich habe einen super schönen Tag heute gehabt. Aha. Die mir ein bisschen so über die Wolken schweben lassen. Aha. Weil für mich ein bisschen kurios ist, ich habe heute ein Blind Date gehabt. Das Lustige dabei ist, ich hatte ein Inserat gehabt, ich habe einen Liebhaber gesucht. Ja, wo hast du es inseriert? In einer normalen Zeitung? Ja, in so einem Wochen-, also in so einem Magazin, Stadtmagazin. Ja. Und habe irgendwie dann mir Briefe erhalten und hat aber zu der Zeit irgendwie nicht darauf reagiert, hat irgendwie dann, also es liegt 2 Monaten zurück oder so, hatte dann Mittwoch zufälligerweise wieder diesen Brief in meiner Hand. Ja. Und hatte dann so ganz spontan ein SMS an derjenige geschickt, hat sofort einen Zurückruf erhalten. So. Und was für mich total kurios ist, ich fand sofort, dass diese Stimme unheimlich sexy war. So. Ja, ich muss ja eben kurz ansprechen, ich finde deine Stimme auch sehr charmant. Was ist das für ein Akzent? Bist du Holländerin oder Dänin? Dänin, bitte. Dänin, das ist ja ganz wunderbar. Ja. Dänen klingen für uns Deutsche ja wirklich hinreißend. Ja, ich wohne war 14 Jahren in Deutschland, aber man wird diese Dialekt natürlich nie loswerden. Nein, du darfst den auch nicht loswerden. Nee, er ist wirklich sehr süß. Auch nicht. Er ist sehr nett, ja. Okay, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Also die Stimme war, dir war die Stimme auch sehr sympathisch von dem, von dem Anrufer da. Und wir haben das total Kuriose ist, der hat sich total gefreut, der hat natürlich nicht mehr damit gerechnet, irgendwie ein Rückantwort zu bekommen, weil das irgendwie so ewig lange zurücklag. Und dann haben wir uns, also es war Mittwoch und wir haben uns für heute verabredet. Und in der Zwischenzeit haben wir beide eine super heiße Zeit mit SMS und Telefonaten gehabt. Was heißt denn super heiß? Ja, also das heißt, dass wir haben uns irgendwie, also wir haben uns unterhalten über Telefon, dann haben wir uns immer wieder SMS zugeschickt, die sehr irgendwie ganz irgendwie, ja, heiß. Heißer wurde. Also sagen wir klar, es ging in den Bereich der Erotik. Ja, genau. Und sozusagen auch in den Bereich Sex. Ja, hauptsächlich. Hauptsächlich. Weil ich habe ja auch, also mein Inserat war auch ganz eindeutig, ich suche mir einen Liebhaber für spielerische Erforschung der Erotik irgendwie. Ach so, eine reine Sexanzeige. Ja, eigentlich schon. Ja. Und
ja, ist auch, also ich möchte keine Beziehung, sondern ich möchte einen Liebhaber. Ja. Und so, du hast ihn heute, spann mich nicht auf die Folter, du hast ihn heute gesehen. Genau. Als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, was war die, man hat ja immer den allerersten Eindruck. Wie war der allererste Eindruck? Das war so, wir haben uns ja immer wieder unterhalten davor. Ja. Und ich war total, wir waren beide irgendwie total verwirrt, weil wir schon irgendwie Freitag mal, hey, sag mal, seit man, wir sind total verknallt, aber wir haben uns noch nie gesehen. Eben, umso wichtiger ist es ja, wenn man sich dann zum ersten Mal in die Augen guckt oder auf den Körper guckt. Genau. Wie war das? Das war so, der kam und dann habe ich es natürlich irgendwie, weil es so überrascht, wie der aussieht, weil man hat zwar noch keine klaren Bild gemacht, aber irgendwie so eine Art von Bild. Gefällt er dir? Ja, super. Gefällt er sehr? Ja. Ist er sexy? Ja, sehr sexy. Ist er ein geiles Stück? Ja, total. Und bei ihm ging das genauso mit mir und wir waren dann total aufgeregt, super schüchtern. Ja. Haben uns irgendwie lange unterhalten, auch sehr schön unterhalten, aber beide standen ein bisschen unter Strom so. Ja. Und naja, und irgendwann hatten wir dann angefangen, uns anzufassen. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Du hattest also heute auch schon Sex. Ja. Ja. Mit ihm. Ja, mit ihm. Und es war auch so gut wie die Telefonsexgeschichten. Ja, das war sogar besser. Irgendwie. Noch besser. Ja. Du stehst ja noch unter Hormonschock im Moment. Ja, ne? Total. Du bist ganz aufgedreht. Ja. Das heißt, das könnte sich jetzt wirklich entwickeln zu einer guten Sexgeschichte. Ja, ich denke schon, ja. Und er wohnt auch nicht weit weg von dir? Nee. Und er ist auch solo? Nee, der ist in einer Beziehung. Ach so, na gut. Aber ich denke, das ist eigentlich kein Problem, weil der hat mir erzählt und ich denke auch, dass es stimmt, dass seine Freundin hat gesagt, die war früher nie monogam und hat ihm gesagt, du, wenn du irgendwie das Bedürfnis verspürt, das ist menschlich. Was will man mehr? Genau, mag das, erzähl mir nicht davon, so, weil das vielleicht verletzend sein könnte. Ja, ja. So, und das finde ich einfach, das ist klar Linien. Du bist 36, wie alt ist er? 35. 35. Und super knackig. Wo habt ihr denn Sex gehabt vorhin? Ja, in meinem Bett. Bei dir zu Hause? Ja, wir haben uns auch bei mir getroffen, weil das war so, dass ich eigentlich, ich höre schon auf meine Intuition und dadurch, dass wir uns auch öfter unterhalten hat, hatte ich auch einfach das Vertrauen ihm direkt bei mir. Ich weiß, normalerweise muss man sollte man vorsichtig sein, ja. Natürlich bin ich es auch, aber ich habe einfach gemerkt, dass das ein netter war. Wie lange hat der Sex gedauert? Na, wie lange hat der Sex selber? Ich meine, der war natürlich auch ein bisschen aufgedreht und also, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe nicht auf das Uhr geschaut. Wäre so ungefähr eine Stunde oder fünf Stunden? Eineinhalb oder ja, ist doch für den Anfang gut. Also ich meine, wir waren insgesamt fünf Stunden zusammen und lange. Ja, ja, klar, wir haben uns lang unterhalten und wenn man irgendwie mit Küssen und Ablecken und so, dann ging das vielleicht über drei Stunden. Habt ihr euch denn nach vollendetem Sex auch noch eine Weile unterhalten oder denn nicht zack, zack, schnell nach Hause, Hose hoch und raus, das nicht. Nee, wir haben uns unterhalten und der meinte, der ist jetzt ein bisschen verwirrt, weil der immer in feste Beziehung war und das ist eigentlich das erste Mal, dass der so Seitensprünge macht. Und also ich kenne das eher, also ich bin da ein bisschen erfahren. Wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zurück? Also ich war 10 Jahren in einer Beziehung, hat die vor 2 Monaten beendet, hatte aber schon... das ist wirklich nicht so, das hat sich überkreuzt. Ich hat diese Anzeige eigentlich abgeschickt, bevor ich die Beziehung beendet hat. Seit April habe ich angefangen, wirklich meine Sexualität auszuleben. Weil das heißt, in der Beziehung war das nicht so der Hammer für dich? Nee, lief eigentlich nicht mehr so. Und jetzt hast du keine Lust auf Beziehungen, sondern erstmal auf gut ausleben und gut Sex haben wollen. Genau. Also da läuft es doch wie geschmiert. Ja, ich bin auch super froh und ich habe Donnerstag einen anderen Blind Date. Ach, hallo. Unsere Lene. Ich will mir nicht verlieben, ich möchte mir ausleben und da gibt es so viele knackige Jungs. Also, das könnten dann ruhig mehr sein, ne? Ja. Ist sogar besser, weil dann verguckt man sich vielleicht nicht. Und ich meine, ich gehe sowieso in Swingerclub seit ein halbes Jahr. Und auch noch? Mensch, hat sich aber einiges bei dir aufgestaut, ne? Ich hatte sonst irgendwie fast 4 Jahren so gut. Letztes Jahr hatte ich es irgendwie, also vorletztes Jahr, 2004, hatte ich es vielleicht 2-mal Sex. Also, das heißt, diese ganze Beziehungszeit, 10 Jahre, sagst du, dauerte die, war nicht sexuell erfüllend für dich? Doch schon, aber die letzten 4 Jahre nicht.
Also 4 Jahre zurückgefahren, unterdrückt alles. Ja, und dass und man jetzt vielleicht auch verkrampft ist und verhemmt und so. Und du gehst alleine ins Swingerclub? Ja. Da habt ihr Frauen das ja gut, ihr kommt ja, ja. Umsonst rein, ne? Oder ja. Wie das? Ja. Habt ihr das gut? Ich bin immer für Gleichberechtigung. Wo ist denn deine Gleichberechtigung? Aber ich meine, die Welt ist nicht gleichberechtigt und ich denke, das ist eine von den Ebenen, wo die Frauen ein bisschen privilegierter ist. Ja, ja. Na, es sei euch gegönnt. Wie bitte? Es sei euch gegönnt. Ja, ich genieße das, muss ich sagen. Dann gehst du dahin und hast dann auch immer wieder schön deinen Sex da. Ja, genau. Und ja. Ich habe zwar diese Liebhaber dann gesucht, weil ich es auch gerne ein bisschen mehr möchte. Ich möchte auch einfach ausgiebig lange, ich möchte auch einfach zärtlich und kuscheln und alles solche Sachen. Sag mal, mit dem Swingerclub wollte ich noch fragen. Also ihr kommt umsonst rein. Ja. Dürft ihr dann auch umsonst da essen und trinken? Ja, das ist alles, also das ist ja ein bisschen so, hört sich vielleicht hart an, wir sind natürlich auch ein bisschen ein Köder. Ja, ja, klar. So. Ja. Aber ich meine, ich bin ja, wenn man damit umgeht, das ist ja nicht so, dass ich so etwas genötigt werde. Mhm. Und ich habe einfach auch festgestellt, dass es ein sehr großer Bezug auf Männer haben. Das ist natürlich nicht immer so, aber ab und zu. Und ich finde es eigentlich eher schön, dass da mehr Männer ist als Frauen. Gibt es denn viele Frauen so von deiner Denkart, die auch alleine in den Swingerclub gehen? Oder bist du da eher in der Minderheit? Also ich denke so, ich habe so einen Stammclub, wo es hingeht, da gibt es so fünf, sechs Frauen, die ganz häufig da ist. Und das ist eigentlich alle Single-Frauen. Sonst komme ich mir ich habe auch meinen Freundeskreis davon erzählt und ich habe in Anfang total Angst gehabt, dass die mir so ein bisschen von Kopf stoßen und denken, was ist das für ein komischer? Die akzeptieren das alle, aber ich kenne niemanden, wie ich bin. Also manchmal denke ich, was ist los mit mir? Ich kenne privat auch keine Frau, die so ist wie du. Ja. Aber ich finde das ja wunderbar, wenn eine Frau so ist wie du. Ja, ich meine, ich genieße das und das ist die Typen machen sie auch. Für mich. Ja, die Männer machen es auch, dann sollt ihr das auch machen. Und ich meine, ich mag ja auch wirklich nur, was ich selber will und für mich ist das ich denke, gerade weil ich früher eine ziemlich einengende Beziehung habe und ich fühle mir dadurch total frei. Manchmal denke ich, wenn ich mit meinen Leuten rede über ganz verschiedene Themen, was mögen die so beruflich machen? Ja. In deinem Fall frage ich mich das gerade auch. Magst du es noch erzählen? Ich bin Köchin. Du bist Köchin? Ja. Ich bin ein Genussmensch. Du bist ein Genussmensch. Eine Köchin, das ist so das Klischeebild, ist ja eher so ein bisschen füllig. Bist du das auch? Ja, bin ich auch. Bist du auch, siehst du. Aber da stehen die Männer ja auch. Also viele Männer drauf, nicht das alle. Das ist das ja auch. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, irgendwie Komplexe zu haben und denke, oh nee, ich sehe nicht aus, ich bin nicht Größe 38 und so. Ja. Und wenn man dann irgendwie sich anfängt auszuleben, dann merken wir, dass stehen unheimlich viele Männer darauf. Ja. Vor allem wahrscheinlich, wenn man sich auch einfach, ich denke hauptsächlich, man akzeptiert sich selber und genießt irgendwie seine Weiblichkeit. Das ist es, das Selbstakzeptieren, das sage ich dir, das und ist wirklich wichtig. Ich meine, ich finde halt runde Formen, das ist sehr weiblich. Liebe Lene, das war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ebenfalls. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Männeraktionen. Ja. Und leb dich schön aus und genieße es. Und irgendwann wird sicher auch noch meine Liebe kommen und dann wirst du vielleicht wieder anders dich entscheiden. Aber gerade eben ist es, und außerdem denke ich, muss ich nur als Letztes sagen, keine feste Beziehung, aber ich denke, man kann auch Liebe austauschen, was vielleicht in einem Swingerclub passiert, dass man irgendwie 20 Minuten mit einem Mann zusammen ist, wenn da ein Kontakt ist. Denke ich, hat das auch mit Achtung, mit Respekt und sogar mit Liebe zu tun. Irgendwie. Eine ganz andere Form von Zuneigung dann, ja sicher. Ja. Ja. Lene, alles Gute. Ja, ebenfalls. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bitte unter der Telefonnummer oder mailt unter domain@wdr.de. Ich möchte euch hinweisen auf unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da ist unser Thema weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden, die von oder durch Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben. Und ich möchte gerne auch mit Frauen sprechen, so sie dazu bereit sind und sich trauen, die Täterinnen waren. Also unser Thema weibliche Sexualstraftäter, Frauen als Täterinnen sexueller Gewalt. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch am besten schon unter unserer Mail, Anschrift an domian@wdr.de. Dieses Thema haben wir dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute weiter freie Themennacht, so wie morgen auch. Und hier ist die Birgit und Birgit ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Birgit.
Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, das finde ich jetzt völlig genial, dass ich jetzt hier reinkomme. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Weswegen hast du angerufen? Jetzt mache ich mal eben das Fernsehen aus, ja, weil das ist mal so ein bisschen hinterher. Das irritiert, ja. Das irritiert sehr. Ich habe angerufen, weil mein Vermieter sich erschossen hat. Mhm. Wohnt er bei dir im Haus? Der wohnt bei mir oben drüber. Wie viel wohnen in dem Haus? Hat gewohnt. Ja, wie viel wohnen da in dem Haus? Nur mein Vermieter, seine Ehefrau und ich. Ja, warum hat der Vermieter sich erschossen? Das weiß keiner so genau. Er hat kein Testament hinterlassen, keiner weiß, wo die Waffe herkam, aber er hat über die Intention, sich zu entschießen, hat er mit mehreren Leuten auch außer mir geredet vorher. Außer dir? Mit dir nicht? Er hat mit mir auch darüber geredet, aber es hat keiner so wirklich ernst genommen. Wann hat er das getan? Er hat nie gesagt, ich will mich jetzt wirklich umbringen, aber er hat mehrere Leute auch hier, wo ich wohne, angesprochen und hat gesagt, ja, es ist besser, wenn ich gehe, weil meine Frau, die ist auch schon alt und krank und wir können uns nur einen Pflegeplatz leisten, auch selbst wenn jetzt das Haus, wo beide drin wohnen, wo ich jetzt auch drin wohne, ne, verkauft wird, das hält ja auch nicht für ewig so nach dem Motto und besser geht einer weg und besser, ich bin das. Wann hat er das gemacht? Am 4. Januar. Am 4. Januar. Mhm. Ja. Hattest du einen engen Draht zu ihm oder zu diesen, das sind ältere Leute, die ich beiden? Ich hatte einen engen Draht zu den beiden. Also die haben mich praktisch schon so, sag ich mal, adoptiert, sag ich. Irgendwie. Wie lange wohnst du denn da schon? Über 10 Jahre. Also wird jetzt das 11. Jahr. Hast du das gehört? Hast du diesen Schuss gehört? Nein, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Es war ja auch kurz nach Silvester und vielleicht habe ich irgendwas gehört im Halbschlaf. Ich bin dann erst irgendwie um 5 Uhr morgens ins Bett gegangen, weil ich hatte hier noch lange ferngesehen und so. Ne? Wollte dann halt schlafen, weil ich bin zurzeit auch arbeitslos und muss dann nicht irgendwie um 8 Uhr wieder raus. Und bin dann um 4 Uhr nachmittags rumgegangen, habe meine Post rausholen wollen und da kam dann die eine Tochter von den beiden mir entgegen und hatte mir gesagt, hallo, haben Sie vielleicht schon gehört, mein Vater ist gestorben. Und da war ich erst völlig entsetzt, habe gedacht, das war ja kurz nach Silvester, dass das jetzt irgendwie vorher passiert wäre. Und habe ich noch gesagt, ey, eigentlich war ja relativ gesund, und wie ist das passiert? Und hat sie erst ein bisschen rumgedruckst und hat aber dann eigentlich gleich gesagt, ja, der hat sich hier um Mittag rum, also um 12 Uhr rum, erschossen in der Garage. Ach so, um Mittag, nicht nachts um 12? Nee. Ja, in der Garage. In der Garage. Das heißt, seine Frau hat das dann mitbekommen? Weil sie hat es mitbekommen. Also sie hat es nicht wirklich mitbekommen. Sie hat sich nur gewundert, dass er nicht zum Essen kommt, weil mittlerweile bestellen, die sind beide über 80 Jahre alt, bestellen sich beide Essen auf Rädern und sie hatte nur mitbekommen, er kommt jetzt nicht hoch, da muss ich mal gucken, wo er bleibt, weil er brüllt auch gerne im Garten so, rum, macht das. Sie hat ihn dann gefunden. Und sie hat ihn dann gefunden. Und er hat ihr das vorher nicht gesagt, nein, dass er das machen würde. Wie schlimm für die alte Frau. Nein. Wie schlimm. Und du sagst, beide waren eigentlich nicht sehr schwer erkrankt. Ja, jetzt nicht tödlich, sogar so die typischen Altersleiden, sag ich mal. Also sie ist noch ein bisschen schwerer dran als er. Er hatte auch schon mal irgendwie so eine Art Herzinfarkt, hat dann Makomar bekommen und so, ne? Aber es war nichts, was jetzt irgendwie drauf schließen sollte, dass er jetzt in den nächsten 14 Tagen irgendwie abnippelt oder was. Und du meinst, er hat das wirklich aus dem Grunde getan, quasi aus Rücksicht auf seine Frau, dass eben nur einer, falls er pflegebedürftig wird? Ich hoffe, dass es so war. Ich weiß es nicht. Sprichst du jetzt oder hast du jetzt schon öfters mit der alten Dame gesprochen? Nein, weil jetzt waren auch erstmal ihre Kinder da und der Mann ist noch nicht mal unter der Erde. Die Beerdigung, also die Einäscherung war jetzt schon, aber die Beerdigung an sich ist jetzt am 24. Und du bist ja auch nicht zufällig im Haus mal begegnet? Wenn man so eng zusammen wohnt, dann läuft man sich doch eigentlich öfter mal über den Weg. Nee, ich bin ihr persönlich noch nicht begegnet. Sie hatte mir zum Geburtstag noch gratuliert und das ist noch ein kleiner Fauxpas von mir, weil ich bin eigentlich schon 37, aber man kann das ja mal vergessen. Ne? Hatte sie noch zum Geburtstag gratuliert und hatte noch gesagt, so, ich gratuliere und tralala und jetzt ist dann die Beerdigung und so. Ne? Was löst das für Gefühle in dir aus, dieser Vorgang?
ich fühle mich irgendwo ein bisschen mitschuldig, weil im letzten Jahr haben die mich beide schon drauf angesprochen, dass dann hier irgendwann das Haus verkauft werden soll und wenn ich was Günstigeres finden würde, dann sollte ich doch bitte ausziehen und so. Und da habe ich nur gesagt so, ey, hallo, jetzt ist Winter und ist scheiße umzuziehen, wo ich eingezogen bin, war auch Eis und so und will ich nicht. Aber ich habe denen definitiv zugesagt, dass ich mir jetzt dieses Frühjahr, Sommer, dass ich dann auch im Hinblick auf diese ganze Situation, die auch vorher gewesen ist, aber was wäre macht die ich dann auch ausgezogen. Was macht die Schuld aus? Dass ich nicht ausgezogen bin, dass er vielleicht gedacht hat, ey, die setze ich jetzt hier fest und... Mhm. Aber ich glaube, Birgit, ohne jetzt wirklich auch nur annähernd da noch Details zu wissen, deshalb erschießt man sich nicht. Da müssen schon große innere Entscheidungen gefallen sein, die du vielleicht nie erfahren wirst. Das denke ich auch. Dass du nicht sofort jetzt mit wehenden Fahnen gesagt hast, ich ziehe jetzt morgen aus, mag vielleicht ein Promille noch irgendwie dazu beigetragen haben. Aber das ist nicht der Rede wert, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dein Verhältnis war doch eigentlich gut zu den Leuten. Das war sehr gut. Das war eigentlich auch irgendwie ein freundschaftliches so, Verhältnis. Und du hast denen signalisiert, dass du dich im Frühjahr darum kümmern möchtest. Das habe ich denen auch gesagt. Ich habe Frühjahr, Sommer. So, und dann daraus wird dann, dass ich was Besseres ja, finde. Und wenn das Verhältnis gut war, dann wird er das auch geglaubt haben und er hätte damit planen können. Also da würde ich mir nun wirklich keine Vorwürfe machen. Es wird interessant sein für dich, wenn du das erste Mal mit der alten Dame reden kannst. Was? Ja, aber ich habe für mich selber auch ein bisschen Probleme. Warum? Dadurch. Warum? Ja, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich jetzt im neuen Umfeld nicht so das finden kann, was ich jetzt hier habe. Obwohl ich mich jetzt im alten Umfeld, wo ich jetzt hier bin, auch nicht wirklich mehr wohlgefühlt habe. Das war auch mit einem Aspekt, wo ich gesagt habe, okay, ich tue jetzt einen Sprung. Aber ich habe immer sehr viel Angst vor Veränderungen. Mhm. Na gut, aber wenn jetzt die Veränderung heißt, dass das Haus verkauft werden muss, dann musst du es natürlich auch, da darfst du da nicht bremsen. Nein, nee, auf keinen das, Fall. Das, nein, das und, würde ich auch nicht. Und ich finde auch, wenn du das seit 10 Jahren da wohnst und seit 10 Jahren ein gutes Verhältnis bestanden hat, dass es dann auch bald mal so deine Pflicht ist, mal dorthin zu gehen und mal einen Kondolenzbesuch zu machen. Das habe ich nur aus dem Grunde nicht getan, weil jetzt ihre ganzen Kinder auch wegen dieser Beerdigungsgeschichte noch hier waren. Da war das Haus eh immer voll. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich dann jetzt auch noch auftauche, da störe ich noch mehr. Ja. Weißt du? Ja, aber bald musst du schon machen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man mit Angst zu einem solchen Besuch geht. Und das ist natürlich auch immer eine schwierige Situation. Aber da muss man keine Angst haben. Man hilft dem anderen allein, dass man da ist. Und indem man zuhört oder ein paar freundliche Worte sagt. Ich habe mit ihr auch telefoniert und ich habe ihr auch in der Kondolenzkarte und auch wo sie mir zum Geburtstag gratuliert hat, noch persönlich per Telefon hier runter, habe ich ihr auch gesagt, ich bin immer für sie da und da stehe ich auch zu. Achso, das Telefonat gab es dann schon? Das hat mich noch so überrascht, dass sie überhaupt an meinen Geburtstag gedacht hat, weil das war ja nur ein paar Tage später. Ja, das hast du gerade ja schon gesagt, aber hattest du auch noch mal von dir angerufen, von dir aus angerufen? Es gab dieses eine Telefonat nur. Nein, von mir aus habe ich nicht angerufen, also, aber ich habe es auch im Blick, dass auch täglich jemand von der Familie auch da ist und sich kümmert und so. Und so, jetzt kannst du dir ja vornehmen, dass wenn die Familie jetzt abgereist ist und die alte Frau wieder mehr alleine ist, dass du dich ein bisschen um sie kümmerst und ihr dann auch klar zu verstehen gibst, dass du schon das in die Wege leitest, was sie gerne möchte. Damit du ihr einfach dadurch behilflich bist, vielleicht auch, dass du ausziehst. Aber vielleicht will sie das ja auch gar nicht, man weiß es ja nicht. Da werde ich sie auch nochmal nachfragen, wie sie jetzt dazu steht, was ich jetzt ihr am liebsten machen möchte. Weil das ist auch in meinem Interesse. Weil wenn, dann möchte ich auch keine Kündigungsfristen, die jetzt so ganz normal sind. Genau. Sondern, dass das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Dass sie jetzt sagt, ey, wenn du jetzt übermorgen ausziehen kannst, okay, tschüss und weg. Und wenn du dich jetzt nur ein halbes Jahr um mich kümmerst, ist auch gut, weißt du? Ja. Also, das ist ja schon dann auch immer, auch wenn das nicht so ein ganz, ganz nahestehender Mensch war, aber das ist ja schon irgendwie auch ein Schock, ne? Wenn man jemanden. Das ist ein super Schock, weil das ist im Endeffekt waren das so meine Großeltern, die ich nie gehabt habe. Mhm. Und ich habe sowieso mal total Angst vor neuen Dingen und. Wow. Liebe Birgit, mach es so, wie wir es gerade besprochen haben. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Kann ich noch eine Autogrammkarte haben? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Wegen deiner Anschrift. Lieb. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Mann, die Stunde ging aber schnell rum. Ich bin ganz erstaunt, dass ich gerade die Musik hörte. Ja, in der Technik war Johanna Knurer. Morgen wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr hier anrufen. Da sind die Leitungen freigeschaltet und die Kollegen sitzen hier. Und um 1 geht's dann los, hier im WDR Fernsehen und auf 1 Live und bei 1 Festival. Morgen freie Themennacht, ich sagte schon. Und übermorgen heißt unser Thema weibliche Sexualstraftäter. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und schöne Nacht und sagt tschüss, bis morgen.